Hallöchen Leute, willkommen zur 63. Episode von Rocket League, der Community Action. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy, begrüße euch hier bei Rumble im Duo-Modus mit dem ganz lieben Okay, ist am Start und wir kriegen schon das erste Ding da. Unfassbar. Ja. Rumble-Modus. Legt man da gleich los. Tokyo Map überarbeiteten. Ich bin mal gespannt, ob wir die neue Map zu Gesicht bekommen. Mal. Ja. Die Champions Field, obwohl ich habe sie ja einmal schon gespielt. Die sieht echt nicht schlecht aus, Okawa. Ja, die sieht gut aus. Oha! Wow, was geschieht da? Nein. Ey, das war meiner! Egal. Was war das für eine... Den hab ich reingezogen, aber egal! Aber du hast sie nicht berührt. Ja gut, aber ich habe mit Magnet reingezogen. Der Magnet ist echt seltsam. Also manchmal geht er nicht. Das ist seltsames Item. Ja! Oh Gott. Oh Gott, das sieht von beidem so amüsant aus, was sie da macht. Wow. Da habe ich nichts mehr. Okay. Das wird wohl ein Match mit vielen Toren werden, so wie es aussieht. Das war die Fist wieder. Batch. Ja, gegen die Fist ist eigentlich das stärkste Item hier im Spiel, ne? Ja, die Box hat sie schon. So, okay. Ich lege ihn vielleicht vor. Nein, doch nicht. Nein! Nein! Doch! Haha! Okay. Ich hatte einen am Pümpel. Ich war auch im Tor, aber dann kam der Davy. Den Ball hat ihn rein. Du hast den aktivierten Pümpel, aber mein Boxhandschuh. Ich wollte ihn reinziehen, ja. Aber der Boxhandschuh. Apropos Boxhandschuh, du spielst ja auch gerade Arms. Wie findest du das so? Eigentlich. Am Anfang habe ich gedacht, okay, ja, ist gut. Ich meine, ich habe es ja Gott sei Dank zu einem vernünftigen Preis von 45 Euro bekommen. Ich sag ja, mal vernünftiger okay. Preis, weil normalerweise Nein! kostet es ja 60 Euro das Spiel und der Okawa macht ja sowas von ein geniales. Gar nicht, ich habe den Ball nicht berührt. Ich habe gar nicht berührt. Ich wollte den Ball rüberziehen und dann zieht er mit dem Pömpel und ich wurde hinterhergezogen. So rum war es. Naja, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Spiel, da muss man sich erstmal reinfinden, obwohl ich sagen muss, dass der Modus so mit den Joy-Cons in der Hand schmeckt mir eigentlich ganz ehrlich nicht so wirklich. Okay. Weil ich komme mit der Steuerung, ich sag jetzt nicht, dass ich mit der Steuerung nicht klarkomme, das mit dem Schlagen und sowas. Ich komme eher weniger damit klar, was das Laufen und so links und rechts und so geht, weißt? Das ist mein größeres Problem. Okay. Das kriege ich nicht so gebacken. Ich spiele es mit dem, also im Handheld-Modus natürlich, oder natürlich, wenn man es so will. Okay. So, ja, ja, ich bin im Tor. Bringt ihn gescheit. Boah! Nein. Auf der Linie weggefistet. Ach, scheiße. Unglaublich. Ich spiele es mit dem Pro-Controller oder halt im Handheld-Modus und ich finde, das ist so gut. Aber ich finde es halt auch anspruchsvoll. Vielleicht müsste ich auch mit dem Kampfsystem klarkommen. Ich meine, vielleicht muss man auch sagen, jeder Charakter ist auch individuell. So wie es sich verhalten tut, weißt? Ja. Ich meine, ich habe mit Ninjara habe ich auf die mittlere Stufe versucht zu spielen. Das hast du vergessen können für mich. Also das war mir nicht, sag ich, zu hart. So, aber jetzt fiste ich ihn nochmal rein, oder? Nein, der war zu hoch, aber... Und Ninjara ist ein Charakter. Ja, yeah, Ninjara ist ein Charakter. Der ist so ein bisschen so Ninja-mäßig aufgebaut. Das ist okay. Sag aber ansonsten, Arms ist eigentlich schon gut. Es wird auch Laune machen. Es hat auch, sag mal, verschiedene Spielmodi, dass es nicht langweilig ist. Man hat so Basketballmodus oder Volleyballmodus. Also es wird nicht langweilig. Aber wie gesagt, für ein Vollpreisspiel, finde ich, lohnt sich das auf jeden Fall nicht. Ist meine Meinung. Okay. Da ist es also es ist halt nur so ein kurzweiligen Spaß. Ja. Ganz genau, so sieht's aus. Was heißt kurzweiliger Spaß halt, ja, spielt's halt mal 5 Minuten und halt auch dann nicht länger, weißt? Ja, beat'em up halt, ne? Richtig.
Ich meine, wer Street Fighter stundenlang spielen kann oder Mortal Kombat, oh, kann Scheiße. Ich nicht, weil irgendwann tut einem der Daumen weh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt auch mal ein anderes Beat'em'up, ne? Aus einer ganz anderen Sicht. Richtig, das kommt auch noch dazu. Das ist auf Third-Person-Ansicht. Ja, Third-Person-Ansicht, ja, wenn du so willst, ja. Nein! Super, jetzt habe ich noch einen dappischen verkackten Motor. Oh, ich konnte ihn trotzdem abblocken, jo. Das wird aber ein knappes Ding, glaube ich. Jetzt ausgerechnet jetzt. Oh fuck. Fällt mir der Boost. Scheiße. Jetzt habe ich Boost und dann habe ich einen. Da habe ich einen Magnet, der Schrott ist. Nein! Jetzt zieht jemand noch mit Magneten. Ah, super. Ich habe jetzt einen scheiß Einfrierkacke. Ah, der war scheiße. Ach, der war nicht schön. Das gibt's nicht. Nein, das gibt's nicht. Und da kommt noch so ein dubbisches Tor. Nein! Den hätte ich nicht mehr kriegen können. Der war zu weit, den hätte ich nicht mehr kriegen können. Dann kommt so ein dubbisches Ding. Hätte ich nicht mehr kriegen können. Scheiße. Schade. Schade drum, aber mit einer Niederlage muss man auch mal klarkommen. Ja. Nur siegen ist ja langweilig. Eben. Und nur siegen ist auch, ja, so perfekt ist keiner. Nein, ich hab gedacht, einer mach ich noch. Schade drum. So, weiter geht's mit Schneefrei. Ah, bin ich jetzt echt mal gespannt. Ob ich mal aus der Mate rauskomme, dass ich mal mehr Punkte mal wieder mache. Das ist ja echt traurig hier. Oder vielleicht muss ich mal wieder das Auto wechseln. Ich glaube, ich wechsle mal das Auto. Kann auch so. Episode. Vielleicht ist es das auch. Vielleicht muss wieder Davies altes Auto her. Nee, das Batmobil bleibt weg. Das Batmobil bleibt weg. Ja, das. Oh, guck. Oh, schade. Wäre der nicht so dubbisch am Pfosten geballert? Batmobil habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, ja? Ja? Aber trotzdem, nee, ich will das andere Auto haben, wo ich hab. Ja, Batmobil ist schon ewig, ja. Überleg dir, ich glaube, das war ja meine Anfangsepisode mit dem Batmobil, oder? Ja. Ja, da bist du ja ausschließlich mit dem Batmobil gefahren. So. Ja, bei der Comic-Con in Stuttgart hatte ich ein Batmobil so, gesehen. So, jetzt hier. Oh, das gibt's jetzt schon wieder euch so eine saubere Vorlage gelegt. Die war echt gut, ja. Nee, was ich gerade sagen wollte, das Batmobil habe ich ja gesehen, original Nachbau bei der Comic-Con in Stuttgart. Sah nicht schlecht aus, das Ding, ne? Kann ich mir vorstellen. Also fahrbar natürlich, das fährt auch, ne? Okay. Nicht einfach nur so ein Show-Auto, das konnte auch fahren, ne? Krass. Ist auch jemand gefahren, dass du es gesehen hast? Nee, das haben sie nur in der Halle so gestellt. Aber die können damit fahren, haben sie auch gesagt. Ich habe da gefragt, denjenigen, der das zu verantworten hat, sage ich mal. Er hatte gesagt, das kann man, ist fahrbar. Aber darfst ja in Deutschland nicht fahren draußen. Das ist halt das Problem. So, der legt noch ein. Ah, schade. Ich bin heute der Vorlagenmeister, weißt? Ja. Oder ich mache ihn jetzt selber. Nein! Na! Doch. Also das war jetzt... Ja. Boah. Du bist über mich gesprungen. Boah, was war denn das für ein Glück, ey. Ja. Leck mich am Arsch. Aber sie ist Vorlagenmeister. Mir sogar selber die Vorlage gegeben, obwohl du eine Vorlage angezeigt bekommen hast, was ich nicht verstanden habe. Ich hab was draus gemacht. Ja, aber der fliegt so komisch, diese Pille da. Wo ist der?
Gut, leg ihn vor. Richtig. Ja, super. Nein! Ja, ja. Oh, fuck. Nein. Never ever. So, jetzt. Oh, nein! So, jetzt aber. Komm, leg ihn vor. Ich warte. Ja, ich warte. Er fliegt! Nein! So, ja, jetzt aber. Lege ich mir vor? Ja, ich lege dir den sauber vor. Du legst mir vor, ja, ja, ja. Aber wieder. Also das war ja wirklich perfekt. Wenn du, ne, wenn du ihn jetzt nicht gemacht, klappt halt nicht immer, ne? Wenn ich jetzt nicht gemacht hätte, ja. Wäre automatisch rein. Hättest du ihn vielleicht gemacht, ja. Vielleicht. Wissen wir nicht, ob er wirklich reingegangen wäre. Ja, ich glaube schon, ja. Nein! Flieg, 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 flieg. Danke, Spieler. So, ich gehe mal zurück. Bin bereit. Oh, super, wir haben mich hochgedruckt. So, ich habe ihn. So, ich lege ihn jetzt mal vor. So. Und jetzt wieder. Ah, der hat einen zu viel Schwung bekommen. Aber ich gehe zurück. Und, yes, er hat ihn verballert. Oh. So. Ja, danke. So, jetzt aber. Ach, scheiße. Nein. Wie sind der geflogen, ey? Ja, ja, ja. Ach, schade. So ein okay. Rotz. So ein Rotz. Ja, hier ohne Gegentor zu bleiben, das ist schwierig in dem Spiel. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Haben wir schon mal geschafft, aber es ist schon wieder eine Weile her, ne? Schnell zurück. Boah, ich habe abgeblockt. Super, mir fehlt jetzt der Boost, dass ich irgendwie was machen kann. Und ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade geschieht hier. Boah, ich habe abgeblockt. Aber jetzt. Nein, ja, ja. So, komm. Mach ihn. Ja, ja, der fliegt, der fliegt. Der fliegt. Nein, nein. Der fliegt Pfosten. Am Pfosten, an den Latten, Pfosten, Kreuz. So, ich hab ihn. Und ich schieb ihn. In die Mitte. Nein. Ja, ich hab ihn abgeblockt. Er kommt, er kommt, er kommt. Nochmal. Na, nein, jetzt habe ich ihn mal. Oh, doch. Okay, der schiebt zurück. Oh, fuck. Das gibt's doch nicht. Sehr gut. Okay, schiebt wieder zurück. Nein. Der Spieler hat ihn ja weggenommen. Nein, nein, nein. Nein! Ich habe ihnen eine Vorlage gegeben. Ey, ich wollte noch von oben runterholen. Nein! Kommen wir zu einem Doppeltor-Modus. Doppeltor-Modus und... Ja, wir liegen schon zurück. Ja, heute sprachen wir nur Spezialmodi. Yeah, guckt euch die Bots an. Ja. Gut, und jetzt los. Los? Ich kann gar nichts machen, also bei mir steht das Bild. Okay. Ich sehe hier gar nichts, ich bin irgendwo hinterm... Ich hab, sehe ja gar nichts, tut mir leid. Okay. Krasse also, Scheiße, das heißt, wir müssen irgendwie, raus. Ja. Es hat sich nicht aufgegangen oder so, aber es ist scheiße. Aber ich mach das Tor, 1-1. Ja, ich seh's nur, ich bin irgendwie hinterm Pfosten. Jetzt sehe ich meine Wiederholung. Guck mal, ob's jetzt geht. Weil ich war über dem Tor hinterm Pfeiler irgendwie da oben an der Decke. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Jetzt bin ich wieder im Spiel ganz. Sehr groß. Wunderbar.
Da muss man ja nicht neu starten. Nee, brauchen wir nicht. Nein, was? Nein. Ja. Wenn alle an den Ball gehen, das kann ja kein gutes Ende geben. Das kann echt kein gutes Ende geben. Mann, ist der Ball langsam. Oh, Motorte haben die nicht eingestellt, ne? Nee, aber mir kommt auch sehr langsam gerade vor. Das ist, wenn wir, als wenn wir Moon Gravity oder so hätten, ne? Die Autos ja auch in der Luft so langsam. Ja, so, kann man ja auch mal machen. Ich hab gedacht, ich krieg ihn doch noch rein, aber doch nicht so wirklich. Oh, ja, ja, ja. Oh, der kommt, der kommt. Yes. Yes. Ace of Spades, okay. Of Spades, nicht Space, Spades. Yes. Hör ich eh nicht, deswegen Space, so. Leerer Raum, ne? So, ich habe mal weg. Oh fuck. Zurück, zurück, zurück ans Tor. Ich habe gesagt, zurück ans Tor. Nee, man guckt den Ball hinterher. Jo. Hätte ich am liebsten ins Tor reinfahren sollen. Nein. Oh, das gibt's nicht. Sind wir jetzt nicht? Boah, Glück gehabt. Nein. Aber der liegt, der kommt. Ist noch heiß. Ja, er ist sehr heiß noch. So, ich hab ihn. So. Oh, was macht ihr? Der ist seltsam. Boah, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Das ist so. Also ich wusste erstmal gar nicht, dass man die Mutatoren auch so spielen kann. Oh. Das ist Moon Gravity, irgendwas haben die hier eingestellt. Irgendwas aber ist ich, ganz komisch da. Aber normalerweise kann man die Modis doch gar nicht so spielen. Das wundert mich gerade. Der war doch hinten. Das ist so extrem langsam, ne? Ja. Ich meine, wenn das jetzt so wirklich sollte gehen, das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Hätte ich noch ein paar Ideen. Ups. Nein, ich mag keinen viereckigen Ball. Warum nicht? Ist doch witzig. Dafür machst du jetzt Tore am fließenden Band und hast jetzt schon 600. Okay. Ey, wird auch mal wieder Zeit, dass ich über 1000 Punkte habe in einem Match. Aber irgendwie komme ich hier gar nicht gerade klar, ne? Also irgendwie. Ja, bis bei 0. Nicht mal die erste Ballberührung gönnt man mir. Ja, sehr schön. Endlich mal 100 Punkte. Ich will ja nicht meinen Minusrekord einstellen. Also, ja, das geht ja nicht. Ich muss ja wenigstens noch zeigen, dass wir anwesend sind. Also. Kann jemand was? Hab ich jetzt gerade nicht verstanden. Kann jemand mich anlegen, wo ich mit campen will? Wenn du campen gehen willst, dann geh doch. Oder bist du hier falsch im Spiel? Oh. So, was macht man draus? Ah, doch, doch, da kommt was. No. Oh. Okay. Wow, okay. Das war scheiße. Ja, war wirklich scheiße. Oh! Was, oh? Da ist jemand online.
Wenn ihr wissen wollt, wer, guckt unten in die unterste rechte Ecke am Bild von der Aufnahme, dann seht ihr das. Ja, ja, warum werde ich weggeschubst? Gott sei Dank. Fünf zu drei und weg, oh. Weg. Sehr gut. Ja, tut mir leid, Mistspieler, aber es musste jetzt sein. Gott, ist das langsam. Also wie gesagt, nicht wundern, das ist so langsam. Das ist einfach hier, als wäre man nicht auf der Erde, sondern auf dem Mond. So fühlt sich das hier an. Ja, irgendwie schon. Also, dass irgendwas mit der Gravity ist halt. Scheiße. Ja. Sehr gut, damit hat er den Kessel zugemacht. Ja. Obwohl, in 11 Sekunden habe ich es auch geschafft. Nee, aber es waren 15 Sekunden, zwei Tore zu machen. 15, ja. Aber in 11 kann man es auch schaffen. Ja. Aber nicht, wenn Davy im Team ist und den ersten Ballkontakt hat. Weil nicht mit mir ich den ablocken tue. Und dass der Blocker des Todes war. So, Leute, wir danken uns vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder bei Rocket League. Euer gut gelaunter Moderator Davy und euer lieber Okawa sagt tschüss. Kowski.